Moin, moin, ihr Landratten, und herzlich willkommen zurück zu Ruft. Ju, an der kleinen Insel da, da ziehe ich jetzt dran vorbei, die habe ich ja geerntet. Da müsste ich bloß vorher mal den Anker hochholen. So, und weiter geht die wilde Fahrt. Die Motoren, die lasse ich jetzt mal so. Weil Honig haben wir zwar noch ein bisschen was, aber zum einen dauert es ganz schön lange, bis ich ihn produziert habe, und zum anderen, das ganze Treibgut kommt auch so auf mich zu. Und ich bin ja eher damit beschäftigt, hier meinen Fluss auszubauen. Jetzt muss ich mal kurz was nachgucken. Was sind wir hier, diese Wände? So, drehen. So, die kann man gar nicht... Doch, die kann man noch schräg. Das wollte ich wissen. Ich werde ja, wie gesagt, hier überall solche Wände mit anbringen. Ne, zock. Mal jedes zweite machen wir jetzt erstmal so, zock. Zock. Ganz einfach aus dem Grund, ich hoffe ja, die blöden Vögel, die hier unten immer so gerne an meinen Pflanzen rumknabbern, bleiben dann so ein bisschen fern. Na, wenn hier alles mit Wänden zugebaut ist. Problem der ganzen Sache ist dann aber, ich sehe nicht mehr so genau, wo der Hai jetzt zubeißt. Aber in der Regel, naja, finde ich ja genügend Treibgut, um die Schäden zu reparieren, die der Hai anrichtet. Richte, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. So. So, mein... Oh, oh. Kaum rede ich davon, dass die blöden Vögel dann fernbleiben. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Schon ist so ein blöder Vogel da. Ist unglaublich. Der müsste eigentlich hier runterfliegen, um dann da reinzukommen. Weil zu allen Seiten ist hier ordentlich Weg. Das ist so... So, fällt mir übrigens ein. Ich wollte auch mal hier weiter pinseln. Ne, halt, hier geht's hoch. Nein, halt. Wo ist denn... Ach nee, jetzt sag nicht... Jetzt sag nicht, den hab ich... Ja, den habe ich, glaube ich, verloren. Den habe ich damals beim Sterben verloren. Pinsel, Pinsel, Pinsel. Wo ist der Pinsel? Da. Da ist der Pinsel. Federn und Seil. Kannst du gerne haben. Ist kein Problem. Dankeschön. Zack, zack. Pinsel mal nach hier unten. So, weiß natürlich. Man kann solche Felder eigentlich auch doppelt bepinseln, aber das kostet einfach nur Farbe. Das macht keinen großen Unterschied. Deswegen immer schön drauf aufpassen. Einzeln drücken. Sonst Farbe verschwendet. Schlichtweg Farbe verschwendet sonst. So. Zock. Zock. Wuppidiwupp. Und befüllen. So, das hier nehmen wir mal raus. Schwupp, schwupp, schwupp. Das hier rein. Das da rein. So, ich müsste ja rein theoretisch. Oh, ja, ja, fällt mir auch gerade wieder ein. Schwupp. Schwupp. Schnippel die Schnapp. Bisschen Wolle für einen neuen Rucksack. Zum zigtausendsten Mal. Weil ich ja immer mich irgendwie töten lasse. Und dann ist das immer weg. Garstig wie ich bin. Oder garstig wie diese Viecher nun mal so sind. So. Essen wir mal. Hier müsste was Neues auf dem Grill.
Da sehe ich gerade. Ich müsste auch mal so einen Vogel hier erledigen. Zack. Schön erwischt. Schön erwischt, das blöde Vieh. Mit der da treibe ich vorbei. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Brauche ja, wie gesagt, eher Treibgut. Puff. Dann machen wir es so, dass ich euch wieder mal fälle. Und puff. 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 Und den letzten bitte auch. Oder die letzte bitte auch. Ah, sehr schön. 4 bei rausgekommen. So. Ist auch schon fertig. Bitteschön, 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 bitteschön. Der letzte Schluck ist für mich. Ich treibe ja eher so seitlich ab, ne? Sehe ich gerade mal. Hier sind die ganzen Netze voll und da vorne nicht so. Aber hey. Dann ist ihm halt so. Neuer Vogel ist noch nicht da. Ich schlafe mal eine Runde. Dass es wieder hell wird. Die sind schon schön gewachsen. So, chip, chip. Chip. Plastik. Zack. Zack. So. Nach hier vorne habe ich ja eigentlich auch einen Plan. Denn das möchte ich noch nach hier vorne ein bisschen ausbauen. Nicht so quadratisch wie hier. Aber ich möchte es auf jeden Fall noch ein bisschen ausbauen. So. Ach, ich mache das jetzt einfach dicht. Ich habe es mir anders überlegt. Ich mache das jetzt einfach dicht hier. So, ihr blöden Vögel, versucht mal von dieser Seite hier noch an meine Pflanzen ranzukommen. Dit wird nix. Ditte wird nix. Ja, schön dicht hier. Kommt eine Kanonenkugel durch, aber bestimmt kein Vogel. Sagt er und hört das. Quack, quack, quack. Nein. So. Wäh. Hör ich da oben. Wäh. Ich habe Hunger. Wäh. So. Wasser. Hühnerkeulen. Oder Möwenkeulen. Da kommt schon der nächste doofe Vogel. Erwischt. Nur 2 Keulchen. Tak, tak, tak. So. Nee, halt. Wir machen es mal so. Weil ihr müsst ja die Farbe fertig sein. So, die eine Pflanze, die tue ich oben wieder halt rein. Hier, bitteschön. Wie sieht das aus? Nee, du bist noch nackig, schade. Der ist noch nackig, der lohnt sich noch nicht. So, das habe ich dicht. Nee, halt, ich habe gar nicht genügend Holz. Hallo? Ich wollte jetzt hier drüben dicht machen, aber ich habe gar nicht genügend Holz. So. Wie sieht denn das aus? Können wir so ein bisschen einlenken, vielleicht in Richtung dieser Insel? Da könnte ich schnell an Holz kommen. Und ein bisschen Schrott. Aber wir treiben in die Richtung da. Obwohl das nicht so viel Sinn macht. Nee, halt, wir treiben in die Richtung. Okay, okay, jetzt kommt also alles von der Seite. Ja, es kommt alles von der Seite. Oder? Nee. Hä? Welche Richtung treibe ich denn ab? Fahne sagt, nach da geht der Wind.
Also müssten wir nach hier drüben. Oder? Ich verstehe das nicht so ganz. So, das Treibgut kommt von da nach da. Na? Also zeigt die Spitze doch in die Richtung, in die wir uns bewegen. Das bedeutet, wir drehen von der Insel ab. So. Und dann müsste das so, genau, so ein bisschen von vorne kommen. Gut. Hätten wir auch das? Ah, ein Fässchen. Eine olle Knolle. Die olle Knolle. Die wird verwurstet. Bitteschön. Wie sieht das bei den Bienen aus hier? Einmal Honig. Zweimal Honig. Naja, ist jetzt nicht die Welt. Ist jetzt nicht die Welt, muss man mal so sagen. Zweimal Honig. Sich Federn wieder. Weißt du was hier? Blöden Federn. Schüss ihr. Blöden Federn ihr. So. Zack. Pinsel, 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 Pinsel. Pinsel erstmal das innen drinne weiß an. Weil das draußen, das wird so häufig weggebissen. Ach, da würde ich nur dauernd Farbe verschwenden. Ganz ehrlich, da würde ich nur dauernd Farbe verschwenden. Deswegen hier beißt er nicht so zu. Das wird jetzt schön weiß. Das leuchtet dann nachts so schön. So. Zack, 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 zack. Bitteschön und bitteschön. Trink mal was. Füllen das hier auf. Wellengang wird heftiger. Hier mal eine gegessen. Die hier werden verwurstet. Zack, zack. Zack, zack. Ja, die Kanister sind alle drei fast komplett voll. Das ist sehr schön. Zack, 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 zack. So. Pinsel, 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 Pinsel. Jetzt habe ich durch die Welle nicht so richtig gesehen, wo ich gepinselt habe. So, sehr schön. Bisschen weiß. Jetzt. Pinsel da rein. Oh, du bist ready. Steady und go. Wie viel Wolle habe ich jetzt? Viermal reicht noch nicht von Rucksack. Und da treibt das Fässchen. Das nehmen wir uns mal. Und das ganze Holz auch. Noch ein Fässchen, sehr schön. Ah, sehr fein, sehr fein. Gut Treibgut. Sehr, sehr gut. Habe ich wieder? Ja, habe ich wieder. Eine olle Knolle für die Verwurstung, bitte. Bitteschön. Weißt du was? Die olle Kokosnuss kann man da auch mit reinhauen. Zack. So. Habe ich wieder unheimlich viel Plastik hinzubekommen. Nee, halt. Das hatte ich nicht vor. Ich wollte jetzt erstmal die Plastik aufbrauchen. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass das hier vorne spitz zugeht. Alba, nimm mal die Plastik. Also, muss ich mal gucken. Ist das widerlich. Zack. Zack, 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 zack. So.
Ist ja auch Käse, oder? Überlegen, überlegen, überlegen. Vielleicht. Trenne ich das da ab und mache das auch hier schräg schon. Überlege, überlege, überlege. Überlege weiter fleißig. Glaube ich, das hier mache ich auch schräg. Nein, komm her. Freches Fass, du. So. Oder ich mach's ein weiter außen schräg. Weißt du was? Ich glaube, ich mach's ein weiter außen schräg. So. Zack. 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 Zack, zack. 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 Gut. Geht das nämlich vorne so eine Spitze und dann ist immer schön spitz vorne. Das schöne Schiffchen. So. Dann wird's kniffelig. Will ich nicht, dass ich mich jetzt total hier verschätze. Jetzt ist wieder überlegen angesagt. Gleich tipp, tipp, tipp. Lieber hier so. Da wird es ein bisschen kürzer vorne. Weil die hier, die werde ich nicht alle behalten. Ist das schwierig. Vielleicht mache ich es wirklich so. Aber ich möchte immer gerne einen Schutz drumherum haben. Aber dass wir eins weiter vorne hier schon anfangen. Ach, ist das schwierig. Klick, klack, kluck, klack, klein. Nee. Wir machen das ein bisschen anders. Ja, wir machen das ein bisschen anders. Ich kann das ja später immer noch, wenn es mir nicht gefällt, ummuscheln. Oh. Die Sau. Der hat ja schon wieder hinten rumgefressen. Der hat hier schon wieder rumgefressen. Der dumme Vogel ist jetzt dran. Ja, das ist eine gute Fleischproduktion. Ich könnte auch die Angel nehmen. Ich meine, bei der Angel, da kriegt man auch mal so einen großen Fisch. Komm. Zack. Zack. Planke. So, die olle Rübe. Gucken wir mal, passt hier noch was rein? Nee. Passt überall nichts mehr rein. Okay, die sind randvoll. Dann legen wir die halt mit auf den Grill. So. Die hier können wir mal in der Zwischenzeit essen, die bringen nicht viel. Aber die drei Dinger da hinten sind nun mal voll. Zack. Zack. Hier. Hier. Und Wasser bräuchten wir mal. Nein, das ganze Wasser. Butsch, 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 butsch. Wobei ist dazu? Ah, na schön, schön bei der Schrägen. Oh, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Nö, drei.
Das gibt gutes Fleisch. Stockenduster ist es. Jetzt, wo ich aber Wände habe, kann ich auch Laternen mal anbringen. Die würde ich aber, glaube ich, innen drin so ein bisschen anbringen. Was? Ach ja, stimmt ja. Lager ist ja voll. Hm. Oder besser gesagt, Inventar ist ja voll. Zack, zack, zack. Komm, gib mir... Wo ist der Honig geblieben? So, was brauche ich denn von der Laterne nochmal? Schrott und Holz. Schau mal, nach dem Schrott. So. Haben wir schöne Laternen. Nein. Nee, euch möchte ich nicht so anbringen. Euch möchte ich an den Wänden anbringen. Knallel. So. 2, 3, 4, 5. Ich bringe die jetzt erstmal so an. Ups. Jawohl. Ich finde es eigentlich so ein bisschen... Nee. Nee. Lieber weiter oben. Komm, komm mal her, mein Freund. Und die müsste ja auch nach außen so ein bisschen durchscheinen, ne? Genau. Das ist hier drin ein bisschen heller. Das sehen wir auch nachts mehr. Müssen wir nicht die ganze Zeit immer schlafen. Die wachsen gar nicht weiter. Die sehen einfach so aus. Ich wollte schon sagen, sag mal, wachs doch mal weiter. Aber die sehen nun mal so aus, wie sie aussehen. Diese Pflanzen. Ha. Huh. So. Zack. Trinken wir mal. So. Wie viel Wiese hast du denn noch? Oh. Oh, du hast gar nicht mehr so viel Wiese. Muss mal aufpassen. Nicht, dass der mir hier stirbt. Und was ich auch feststelle, es ist wenig im Treibnetz drin. Sehr wenig. Das gefällt mir nicht. Das ist jetzt das Letzte, was ich brauche. Offene See und nichts dahinter. Da vorne sehe ich was, aber das ist eher wenig. Und dann denke ich doch nochmal zurück. Hm. Da hinten ist das ganze gute Zeug. Aber nicht hier. Nicht hier bei mir. Nein, da hinten. Da hinten, wo ich es überhaupt nicht gebrauchen kann. So. Wo holst du dir aus dem Wasser? Wo holst du dir aus dem Wasser? Ich brauche mehr. Mensch, ich möchte das Ding ja ausbauen. Ja. Da muss ich überlegen. So, ich würde das erstmal hier nach vorne so weit ausbauen, bis es fertig ist. Und dann muss ich gucken, wie ich die Wände setze. Zack. Aber die Ausbeute aus dem Meer ist einfach zu geringfügig. Viel zu geringfügig. Hier finde ich es ja, wie gesagt, ganz schick, dass wir endlich ein bisschen Licht haben. Ach, die sind noch zu klein. Na kommt, kommt schon ran hier. Vor allem das Holz, diese blöden Palmwedel hier, die brauche ich nicht. Genauso wie die Federn. Was klackert denn das? Sind ja lauter Gerippe anwesend. Und bleibt das schön hier oben drauf liegen, ne? Ihr geht nicht in die Netze rein. Das ist immer das Problem. Früher habe ich die immer über Bord geworfen und dann sind die in den Netzen gelandet. Und dann hatte ich den ganzen Mist wieder an der Backe. So. Aber das geht hier zu langsam voran.
viel zu langsam. Ich bräuchte wirklich eine Insel für Holz. Weil meine vier kleinen Palmen, das reicht nicht. Ich könnte mehr Palmen bauen. Oder was sagt mehr von diesen Dingern, wo die Palmen drinnen sind. Oh, oh. Hallo. Mal bitte da hinlenken. Mal bitte da hinlenken. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Ach ja, ups. So, Entschuldigung. Es ist mir wieder eingefallen. Du hast natürlich auch ein Recht auf Grünzeug. So. Macht sieht das alles gleich aus. Fässchen. Zack. So. Treiben wir auch wirklich gut drauf zu? Bin mir gerade nicht so sicher. Lenkt nochmal ein. Es ist eine mit Palmen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Es ist eine mit Palmen. So, aber ist der bei dir genau? Das fällt mir nämlich da auch wieder ein. Verdammt. Verdammt ich noch eins. Er braucht eins mehr. Dann könnte ich wieder einen Rucksack haben. So. Wir gehen gleich hier mal auf die Insel drauf und holen uns dort Holz. Also mit euch scheint das ja hier gut zu klappen. Die Hälfte für Bio und die andere Hälfte für euch. Fragt mich, wenn man euch mehr Pflanzen zur Verfügung stellt und euch mehr Zeit gibt, kommt da auch mehr Honig bei rum? Also ein Honig, puh, ist jetzt nicht die Welt. Ich lenke mal so ein bisschen hier lang, dass ich dann am Ende nicht zu doll Mist einschlagen muss. So. Um wieder wegzukommen. So, jetzt ist der Satz zu Ende. Um wieder wegzukommen. Oh, oh, ich muss natürlich auch den Anker werfen. Sonst könnte das problematisch werden. So. Gut, alles, was ich jetzt nicht brauche, das lasse ich hier. Oh, da ist die Musik. Muss mal ganz kurz gucken. Oh ja. Oh ja, ihr wisst, was es heißt, wenn die Musik beginnt. Ja, blöde Kartoffel mal weg. Das da rein, das da rein, das da rein. Hä? Oh, oh, ja, stimmt. Sorry. Iss mal was, Junge. Schwupp. Schrott. Es wäre eigentlich schick hier, wenn ich noch einmal Wolle von meinem kleinen Freund zusammenkriegen würde. Dann könnte ich mir einen Rucksack bauen. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, wenn da mal kein Rucksack dabei ist. Was ich auch noch ablege, fällt mir gerade mal so ein. Bist du? Das war die rohe Kartoffel, genau. Und den haben wir erwischt. Nicht für deine dummen Federn. Deine dummen Federn, die kannst du dir ja sonst wohin hauen. Das ist hier für Grillgut. Zack, zack, zack. So. In der nächsten Folge gehe ich dann hier mal an Land. Könnt ihr auch eigentlich hier mal das hier erweitern. Dann könnte ich mir noch ein zweites Tier holen.
Ah, überlege, überlege. Mach ich vielleicht noch. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, wünsche noch einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao!